Heute ist der 7. Januar 2017, wir haben minus 5 Grad und wir sind an einem sehr geheimen Ort. Ein sehr geheimer Ort, er ist wirklich geheim. Wer die anderen Videos gesehen hat, der weiß nicht, wo wir sind. Erkennen. Ja. Aber, was wir vergessen haben, frohes neues Jahr erstmal. Richtig, euch ein frohes neues Jahr, das wir ist korrekt. Wir haben heute, Christian hat es gesagt, Anfang Januar, ja. Arschkalt draußen. Auch. Wir haben früher mit unserem Dienstplan angefangen, als eigentlich beabsichtigt. Eigentlich würden wir nächste Woche erst ins neue Jahr starten, aber wir haben einen Anruf gekriegt. Richtig. Küche ist fertig. Also zum Einzug bereit, sagen wir mal so. Wir sollen die Geräte rüber schaffen und das werden wir jetzt tun. Wie ihr im Hintergrund schon seht, wird fleißig beladen, sodass wir gleich die ersten Geräte rüberbringen können. Und ich denke, da sind wir mal mit unserer Kamera wieder dabei. Wie immer, ihr könnt live zugucken, wie wir uns einen abasten. Richtig. Und die Geräte halt in die neue Küche bringen. Richtig. So machen wir es einfach. Und dann gucken wir uns das jetzt einfach zusammen an. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, schaut euch nochmal Teil 1, 2 an. Jetzt drehen wir Teil 3 und ich glaube, wir machen nochmal Teil 4. Und wir hauen noch einen vierten Teil raus. Und dann machen wir irgendwann noch Show Me Your Flat. Dann gehen wir mal durch alle Räume durch und dann gucken wir uns mal gemeinsam unsere neue Wache an. So, da hätte ich auch noch eine Idee zu. Christian, Show Me Your Flat. Yeah. Vielleicht interessiert ja den einen oder anderen Zuschauer einen Raum besonders. Oder vielleicht hat ja jemand Fragen. Zur neuen Wache. Zur neuen Wache. Dann sollten die das vielleicht unten in die Kommentare schreiben. Ja, und wir schauen uns dann mal die Fragen an und schauen wir mal, was wir davon so beantworten können. Und ich gucke schon mal, ob ich einen Kommentar hier unten finde. Ja. Gut, dann sag ich mal, bis später. Dem LKW rausgeladen, müssen natürlich noch gereinigt und desinfiziert werden, bevor wir die dann in die neue Küche bringen. Die anderen Materialien hier, Verbrauchsmaterialien, Würstchen, Suppe, Gewürze, was weiß ich nicht was, die gehen schon oben ins Lager. Ja, der Rest, der macht sich so langsam auf den Weg, wie ihr sehen könnt. Ne? Ja, die meisten Geräte sind jetzt hier oben bei uns in der neuen Küche.
müssen aber noch angeschlossen werden. Das stimmt. Nichts ist angeschlossen, kein Wasser, kein Strom. Ja, war aber auch eine harte Aufgabe für uns heute hier, alle Sachen nach oben zu tragen. Ja, aber alle Hände dabei, ne? Alle Hände voll zu tun gehabt. Und zum Glück hat auch die Jugendfeuerwehr mit angepackt. Das stimmt. Da müssen wir uns auch nochmal bedanken. Ja, und ansonsten ist jetzt hier noch ein bisschen Klarschiff machen. Das ist sogar ein Elsass. Du bist auch mit aufs Bild, du warst doch schon lange nicht mehr. Nur kurz. Ja, nur kurz. Das ist, ne, das ist der Elsass. Wer bist du denn? Ich bin der Juppi. Juppi? Hi, der Juppi. Ja. Ihr wisst ja, ne? Die beiden Knalltüten hier. Es gibt immer einen, der die ganze Sequenz zum Scheitern verurteilt, ne? Kannst du nicht einfach mal nix sagen? Kann er nicht. Nein, kann er nicht. Kann er nicht alles für die Katz? Alles. Richtig. Ich raste.